beim letzten Mal? Habe ich jemand gegen den Strich rasiert? Deine Knochen knacken? Warte. Dein Kopf knackt auch gleich. Und eine Liebesszene noch ein bisschen verschönert. Ja, küsst euch da mal. Hä, was für zu viel? Das ist doch perfekt. Ihr sollt euch küssen. Oder fliegt halt weg. Uiuiui. Oh shit, oh shit! What a terrible, terrible accident! Gentlemen, let's go over the plan. The first constant is none other than Janus, the legendary Cold War spymaster. A KGB senior officer and head of the 6th Column Special Branch at Lubyanka, Janus is a certified genius and expert of counterintelligence. He retired from the KGB in 1988 when he fell out of favor with the Kremlin and defected to the US. Shortly after, the Soviet Union collapsed. Now, it is unclear when Janus stepped down as the constant, but since 2004, he has been a resident of a quiet community in suburban Vermont. Mr. Gray. Right. So here's the catch. As an elite KGB agent, Janus was trained to withstand interrogation and torture. No amount of pressure will force him to disclose information he doesn't want to. Instead, we will need to search his home for clues. But if Providence learns of our presence, the game is up. So we frame Janus, make Providence think he was the real Shadow Client. Correct. I will file a false ICA report, claiming to have traced a number of calls from Janus's house to the Institute in Romania. The case will seem clear. Mr. Gray was only a figurehead. Janus was pulling the strings all along. And by eliminating him, we will have neutralized the militia once and for all. However, for this subterfuge to work, you'll also need to deal with Janus's security detail. A Providence herald and former Secret Service agent by the name of Nolan Cassidy. Intel describes him as diligent and inquisitive, and we cannot risk that he contradicts our story to his employer. Seems workable. I certainly hope so. Everything depends on this next move, 47. You made this our fight. Now let's even the playing field. Okay, wir haben einmal diesen alten Mann, der Janus, das ist die erste Konstante gewesen von dieser Providence-Agentur, was auch immer. Und dann haben wir halt Nolan Cassidy, derjenige Leibwächter oder der Sicherheitsmann von Janus. Wir müssen auch noch Hinweise finden von der Providence, um wahrscheinlich dann den nächsten Plan herauszufinden, was sie dann machen. So, was suche ich mir denn für eine geile, ja, Nebensache? Ich könnte eine Angelschnur mitnehmen. Aber es könnte sein, dass es auch eine Klavierseite ist, genau. Soll ich mal eine Klavierseite mitnehmen? Nee, lass mal. Ich könnte auch so ein Werkzeug mitnehmen. Fernzündete MP-Ladung. Nee, lass mal. Oder so ein Sprengsatz. Ich hab Bock mal auf so einen Sprengsatz. Ja, einfach mal hier so ein Fernzünder. Ja, so bin ich zufrieden. Whittleton Creek, Vermont. On the surface, a picture perfect suburban dream. Wide roads, golden maple trees and verdant lawns. Most residents here are white collar professionals, ranging from university staff to government employees. Most, but not all. Janus's unpresuming home is protected by a host of bodyguards, and intel shows that the fragile former constant rarely leaves the property. Nolan Cassidy, on the other hand, roams the neighborhood streets. A recent arrival, the dutiful Providence Herald is busy making threat assessments and settling in with his security team. Now remember, this is about more than just revenge. Janus is the key to bring down Providence. So get in there and find us a lead. Good luck, 47. Das werde ich haben, meine Burnwood. Okay, wir sind in Vermont. Eine Kleinstadt hier in der USA. Ja.
immer mit der Ruhe. Ist hier Wahlkampf? A Better World. Ah, typisch Amerika. Also ich bin für gar keinen. Ist das auch gut? Excuse me, sir. Are you a registered voter? I'd love to tell you about a new candidate who might change your life. Finden Sie Hinweise. Das muss ich ausfinden. Oh, hello there. I'm Charles Blake, chairman of the Homo. Ah, das ist Charles Blake. I'm running for a seat in the next election. I don't believe we've met, Mr. I'm sure you're aware that voting season is upon us again. I see. Not a registered voter then. Anything like me, a recent immigrant for this fine country. The candidates this time. I like your honesty. And just between you and me, savory. I don't care about politics either. But we have a man here today who's about to change. Oh Gott, oh Gott. Die Politik hier aber. Oh, Amis. Was seid ihr hier für Kakaale? No. Oh, okay, great. It's just that, well, I saw one of those security people from Mr. Janice's house, and I'm pretty sure he was burying something back there, and I just figured since you guys seem to be, you know, working together, You might know about it. Can't say that I do. Someone from Janus's security detail buried something in the frog habitat behind Cassidy's house. What could that possibly be? Okay, da hat jemand was vergraben. Also müssen wir erstmal eine Schaufel finden. Das ist das Wichtigste. Ich glaube mal, das ist hier in diesen Schuppen drin. Denn das sieht sehr danach aus. Weil hier haben wir doch eine. Irgendwas hier ist vergraben. Schwer das herauszufinden. Hier. Guck mal. Kann man graben. Oh, eine Zigarettenkiste. A cigar box with a few cigars and a note inside. Well, this is very interesting. The note indicates that the box was given to Janus by the Constant, as per tradition, he writes. 47. This could mean the Constant and Janus meet up on a regular basis. Excellent find. Als ob das alles an so eine Zigarettenkiste stand. Naja, warum nicht? Oh, ich bin anscheinend in Janus Anwesen drin, ne? So wie das hier aussieht. Ich glaube, Bugsword. Ich könnte die alle vergiften, Digga. Wie geil ist das denn? Oh. Da bin ich. Ja, stimmt. Hier ist so ein Insektenvernichter. Insektenauslöschungsteam. Nennt man sowas? Naja. Auf jeden Fall löschen wir ihn erstmal aus. Keine Ahnung, ich werf. Einfach. Ich werfe ihn einfach mit dem Fernsehen da weg. Okay. Dankeschön und danke für die Verkleidung. Terminator guy, he's working on Batty's house. Same guy who just did Cassidy's, right? Yeah. So I let him use the green. Apparently, there is a fumigator in town. He's working on a house belonging to a James Batty, and has previously been working on Cassidy's house. The fumigator has stored some of his chemicals, a strong sedative, in a container in a vacant lot near the creek. Sounds like this could be useful, 47. Ja, ein Schädlingsbekämpfer. Genau das Wort habe ich gesucht. Und da hinten ist anscheinend das Insektizid. Nennt man sowas? Ach, die Wörter haben wir hier. Gott, wir haben ja unseren Lieblings-Dietrich, da können wir überall rein. Da haben wir das Zeug. Ist aber, glaube ich, nicht tödlich. Das heißt, es. Da müssten wir wahrscheinlich auch ins Gebäude rein, um dann diejenige Person auszuschalten. Macht er nichts. Hauptsache, wir killen ihn. Okay, vergiften. Warte mal, ist das Teil ausgeschaltet? Ja, okay. Dann lass mal vergiften. Finden Sie einen Weg, damit Cassie das Haus nicht verlässt? Ah. Kannst du kurz nicht hinschauen? Mann. Wie komme ich hier rein, ohne dass mich 1000 Leute gleich entdecken? You
Junge, wie viele Wachmänner hier drin sind. Komme ich niemals überlebend raus. Hey, you can't be here. I'm gonna take. Okay, neu laden. Warte mal, hier könnte ich rein. Jetzt hat mich die Kamera gesehen. Dreckskamera. Aber hier könnte ich rauf. Ja, na, guck mal. Hier in dem Raum können wir rein und dann wahrscheinlich für Ablenkung sorgen. Cassidy looks to be a gun enthusiast. The room looks like it's outfitted with a lot of security and alarms. Ja, ich merk's. Also man könnte 12 von diese Kameras abschießen und dann kriegt man ein Achievement. Was willst du denn hier drinne? Komm mal her, du Digga. So. Ich habe Angst, dass hier noch einer reinkommt, wenn ich den Alarm gleich auslöse. Okay, haben wir jetzt erstmal alles gesichert. Dann los geht's. Schnell raus hier. Schön aus dem Fenster kriechen. Und runterspringen. Na, Brudi. Ist ein krasser Alarm gerade drin. Willst du nicht mal nachschauen? Naja, dein Ding. Gut, der Kerl kommt anscheinend jetzt rein. So wie das aussieht. Ja, er ist gerade in der Garage. Und kommt jetzt rein, genau. Oh, ja, war doch gleich mal die Zeit, das Teil anzumachen. Irgendwie steht da oben immer noch, finde einen Weg, dass Cassidy das Haus nicht verlässt. Aber er ist doch schon drinne. Vielleicht muss ich ein bisschen warten. Er ist eigentlich perfekt. Ich knipse das Ding jetzt mal an. Nicely done, 47. Ja, moin. Keep things nice and quiet inside the house. Wo alle im Haus tot. Also nicht tot, sondern yo. Bewusstlos. Eieieiei. Guck dir mal an, wie das hier aussieht. Alter. Ja, Nolan. Hast dich wohl verschätzt. Nolan Cassidy is down. Good work, 47. Irgendwie aber auch ein bisschen lame. Hmm. A recording of some sort. The note mentions another house. Perhaps Cassidy is using one of the vacant buildings as a base of operations. Ach, das seht jetzt nicht mehr, wenn ich hier die Kameras ausschalte. Okay. Ja, also so gestaltet man sein Haus am besten. Warte, ich mache einfach eine Roomtour. So, hier am Anfang. Hallo Leute und willkommen zu meiner Roomtour. Ja, das ist mein Wohnzimmer. Ja, wundert euch nicht wegen diesen ganzen Wolken. Das ist nur Deko. Hier drin ist mein schönes Bad. Dann hier die Küche. Das sind keine Leichen. Nein, nein, das ist alles nur Deko. Alles Halloween-Gezeugs. Und hier die Garage ist noch ganz normal. Gut. Dann hauen wir mal ab. Jo, willst du nicht mal drinnen nachschauen, wie es da aussieht? Okay, dann nicht. So, dann gucken wir mal nach einer weiteren Gelegenheit. Janice's oddball nurse is added again. Oh yeah, the bird guy. I think he comes early, just to chat with the birds. Spends more time with them than he does with Janice. A couple of weeks ago, I walked past him and I have to tell you. So Janice has an appointment with a male nurse every Saturday. He is down feeding the birds by the creek at the moment. Sounds like. Oh, jetzt habe ich aus Versehen abgebrochen. Warte, was wolltet ihr jetzt sagen? Dieser Füttergörder klingt, als könnte man so leicht in Janice's Haus gelangen. Ja, es gibt hier einen Krankenpfleger, der sich um Janice kümmert, oder der hat gerade keinen Bock auf ihn. Und wir können uns jetzt verkleiden und dann wahrscheinlich Janice im Krankenbett ausschalten. Ja, wie wir es gerne machen. Und du kriegst erstmal eine Zigarette. Verpiss dich mal. Okay, alles gut, alles gut. Alles gut. Ich hab's noch unter Kontrolle. Ich hab's unter Kontrolle. Du hältst mal die Fresse, bitte. So, warte mal, ich muss mal kurz wieder die Story-Mission markieren. Was, abgebrochen? Schlüsselfigur ist nicht mehr verfügbar. Ja, moin. Okay, dann nochmal.
Ja, wahrscheinlich, weil ich den Wachmann da ausgeschaltet habe. Ah, hier, Glocke läuten. Guck mal, irgendwie hat dein Fahrrad gerade gespinnt und hat gerade die Glocke geläutet. Ich weiß auch nicht, warum das gemacht hat. Aua, das hat bestimmt wehgetan. So. Finden Sie Janes Haus. Ja, ist ja die 425. Ist ja ganz einfach zu finden. Ist dort hinten. Was haben wir hier eigentlich für ein Haus? Ich will mal kurz reingucken. Ich bin der Hausuntersucher. Also ich bin nicht nur Krankenpfleger, sondern auch Hausuntersucher. So, Hausinspektor passt eher. Na, gucken wir mal kurz rein. Komisch, direkten Weg in den Keller. Mhm, anscheinend eine Rockband. Ah ja, ah ja. Wo finden wir hier? Oh mein, auf der Karte, guck mal. Gibt es irgendwie einen Geheimweg? Ah, am Buch ziehen. Ein Geheimgang. Okay. Janes Leibwächter. Müllmann. Nee, Müllmann will ich nicht sein. Eine Autobombe. Alter, nehmen wir gleich mal mit. So, und dann öffnen. Okay, jetzt müssen wir aber noch den Janes finden. What are you doing here? Du hast gar nichts. Du hast nichts gesehen. Sei still. Okay, ich glaube, hier kommt keiner mehr rein. Was haben wir hier? Ah, das ist Gruppenfoto. The first annual gathering of the Ark Society. That rings a bell. If Janus was its founder, perhaps he's still attending these gatherings 47. This could be valuable information indeed. Okay, wir wissen jetzt schon, dass er sich mit der Konstante trifft und dass der Ort anscheinend die Ark-Gesellschaft ist. Oder habe ich es jetzt richtig kapiert? Ja doch. Also, wir wissen schon mal wo, wir wissen wer, aber wir wissen noch nicht wann. Okay. Das ist jetzt wichtig. Aber erstmal killen wir den Janus, damit wir uns abgesichert haben. So, hallo, alter Mann. How are you? Who are you? Where's Lafayette? He's not well. Hopefully it's something serious. I wouldn't mind if Lafayette was replaced permanently. He's an insufferable bore with a room temperature IQ. But if you're the new guy, you'll need to be on time. I have a busy schedule, you know. You have a very distinct face, my friend. Eastern European, am I right? But more than that, a refined mix of cultures. You look almost like an artist's rendering of the perfect man. I knew a man once. A doctor. He would have found you quite interesting. Jesus, get out of my face, man. Was willst du denn jetzt auf einmal? Geh du doch auf deine Face. So, back to this thing. I'll just spend a few minutes with the inhaler to fill my system with as much oxygen as possible before we proceed to the bathroom. Ich weiß, was du da ja machst. Ja, ja. Kurz einatmen. Well, Mr. Janus fills his lungs. I'd like a quick word with you. Please, come with me. Du bist so pissig, dieser Günther. Boah, er schnauzt er mich hier vor der Tür an und jetzt will er mit mir auch noch reden. Okay, was willst du denn von mir? Alright, new guy. I know this looks like a relaxed operation, but I run a tight ship. Nobody gets alone time with Janus unless I know them. And I don't know you. So here's what I'll do. I'm going downstairs to run a security check on you. It should only be a few minutes. In the meantime, you wait in the study. We'll lock the doors and my men will make sure you don't accidentally wander off. I'm sure you understand. Please, wait in there. Fuck, man. 47, you have to find a way out of there. I can't possibly get the ID for you in time. I'll have Miss Hall remotely interfere with their search, but we can't keep it up for long. Scheiße. Okay, die Jungs sperren mich hier ein, bis die einen Hintergrundcheck gemacht haben. Und ja, das ist vielleicht nicht gut. Still, no rest for the wicked, 47.
Okay, wir müssen uns jetzt durchschleichen. And give Janus his health check while his bodyguard is busy. Just be mindful of the patrolling guards. Das war jetzt auch mein Plan. Ja, hier ist noch ein Typ. Oh, okay, der hat kein Problem. Ich nehme mal den Janus hier mit. I suggest we go to the bathroom now. All right. Let's go then. Fuck, der hat die Leiche gefunden. Mach hinne. Los. Schneller. Ja, du alter Opi. Komm. Obwohl wir vielleicht die andere Seite gehen sollen. Komm. Hoffentlich sieht er das jetzt nicht, wie ich das hier droppe. Obwohl, doch, er sieht es. Geh erstmal rauf. Ja, alles schippe. Wir haben die beste Zeit, ja. Leg dich hin. Los. Schneller. Fuck, der sucht schon nach mir. Ja, komm. Nicht so langsam. Jawohl. So, warte. Keine Ahnung, machen wir die Autobombe drauf. Scheiße. Wir müssen hier raus. Oh! Alter! Das war so knapp. Oh. Okay, jetzt müssen wir nur noch die eine Information herausfinden. Eine Klageschrift, aber was bringt uns das? Steht dann da, wann er sich dort dann trifft? Naja, wenn es so ist, dann ist alles gut. Mach dich ab hier. Ich habe gerade irgendein Achievement bekommen. Unbezahlt. Hier. Klageunterlage. Janus is apparently engaged in a civil lawsuit with another resident of Whittleton Creek. James Batty, the plaintiff. Eine Klageschrift. Janus und James Batty, eine der Anwohner, liegen im Rechtsstreit miteinander. Batty gefällt es nicht, dass Janus einmal im Jahr immer zur gleichen Datum mit einem Helikopter in der Nähe eines örtlichen Vogelnistgebiets landet. Ah, und das Vogelnistgebiet ist wahrscheinlich dann halt das, was wir ausgefunden haben. Also, wo stand denn das? Hier, die Ark-Gesellschaft. Wants Janus to stop his annual landing of a helicopter near the local creek. Batty claims it interrupts the nesting birds and a species of frog that has been declared endangered. Must be a very important trip given his poor health. Oh, das stimmt sogar. Also, wir wissen jetzt. We now know Janus is meeting with a constant at an event related to the Ark Society. And we have an approximate date as well. I think that's all we're going to get. We're close to the finish line. It's time to end this. Ja, meine Verkleidung ist übrigens gerade aufgeflogen. Ja, also wir wissen jetzt, dass der Janus auf dem Weg war zu der Ark-Gesellschaft, wahrscheinlich als Mitglied der Ark-Gesellschaft und als großer Typ der Ark-Gesellschaft. Wo ist eigentlich meine Verkleidung, die ich vorhat? Ich glaube, die war hier drin. Und das am 13. November, also nicht im echten Datum jetzt. Und dann halt mit der Konstante trifft er sich. Also genau richtig. Gut, dann hauen wir mal ab, würde ich sagen. Wir haben alles richtig gemacht, wir haben alle ausgeschaltet. Perfekt. Gut. Dann nehmen wir mal den Bus, würde ich sagen. Schau, alter Mann. Na? Warte, ich gebe dir noch was. Hier. Scheiße, ich sterbe hier davon. Okay, Cut. Okay. Jetzt hauen wir ab. It's time to end this. Ein Ende! Laufen! The Ark Society, one of Providence's more obscure outfits.
I've heard whispers. A survivalist club for the global elite. Billionaires preparing for a global collapse. And now we know the Constant will attend their next gathering. So where is it? That's the catch. The report is redacted. No names, no location. So it's a dead end. I can't track them, not without ICA backup. Now, I'm no big shot analyst, but it seems to me Janus was the Ark Society's founder, so chances are they'll want to pay their respects in private. Track the coffin. Worth a shot. You're right. It comes back in flashes. Fear, anger, but like it happened to someone else. Your gift and your curse, what they did to you. Well, I spent a long time feeling guilty about that. Now, I wonder who got the better deal. Yes, found something. What are we looking at? The ass end of nowhere. But this is where Janus's remains were shipped to. Our choice for a final resting place, wouldn't you say? Not bad. So we stake it out. Await the next gathering. Then we waltz in and kidnap one of the world's most powerful men. Without ICA backup. Like I said, it's a long shot. We'll take it. Ja, Leute, und das war's mit Hitman wieder. Und beim nächsten Mal geht's dann ins Finale von Hitman 2. Ja, es gibt hier noch zwei Level, aber das ist halt DLC gebunden und ich weiß noch nicht, ob ich mir das DLC hole. Jetzt geht's halt noch nach Isle of Guile. Habe ich es richtig ausgesprochen? Und danach geht's mit Hitman 3, also den letzten Akt, weiter. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.